den Rollator am Hindernis ankippen und die Feststellbremse ziehen. So kommt man zum Beispiel sicher den Bordstein hoch. Alfons Mittermeier hat die kleinen Tipps, die er beim Training heute bekommt, schon verinnerlicht. Er ist einer von 26 TeilnehmerInnen, die heute gelernt haben, wie man sich richtig und vor allem sicher mit dem Rollator bewegt. Und, wie hat's gefallen? Sehr gut. Ich mag es zwar etwas anders, aber ich mag's genauso. Die Überprüfung vom Rollator und die Vorführung. Dass ich die Bremse noch mehr einsetzen musste, das habe ich gemerkt. An insgesamt 4 Stationen haben die Seniorinnen und Senioren geübt. Vom richtigen Hinsetzen und Aufstehen über das Meistern von Hindernissen bis hin zum großen Parcours. Richtig bremsen, Dinge transportieren und auch auf anderem Untergrund fahren können. All das können sie jetzt. Also erstmal glaube ich, dass die Seniorinnen und die Senioren wirklich sehr dankbar dafür sind, dass sie selber ausprobieren dürfen. Also wir zeigen, aber uns ist es wichtig, dass jede selber ausprobieren darf. Das ist wie ja, mit dem eigenen Fahrrad. Man muss mit dem eigenen Gerät üben und dann weiß man auch, wie sich der Rollator verhält. Und von daher, am Anfang ist es immer so ein bisschen Erstaunen, so dieses, was, ich habe eine Kipphilfe und wusste es gar nicht. Und plötzlich, ja, man übt, man probiert aus. Und dann ja, wird es so, wie man erfährt, dass es tatsächlich einen sehr, sehr großen Vorteil hat, diese Funktionalitäten zu nutzen, diese kleinen Tricks auch umzusetzen. Also ich finde solche Kurse für die Bewohnerinnen und Bewohner sehr wichtig. Gerade dadurch, dass viele Leute aus dem WMB und WMS bei uns im Hirmerhaus ja noch viel außer Haus unterwegs sind. Und da sollte schon eine Sicherheit gegeben sein für alle am Straßenverkehr Beteiligten. Dafür braucht es aber auch einen funktionstüchtigen Rollator. Den Rundumcheck gab es heute auch beim Training. Es gibt eine Menge Ausstattungsteile und unter anderem gibt es auch Schirme. Und diese Schirme, da bin ich eigentlich ein strikter Gegner davon, weil wenn eine Windböe kommt, dann fängt sich der Wind im Schirm und nimmt den Rollator mitsamt dem Fahrer mit. Also dadurch passieren dann einfach auch Unfälle. Das würde ich abraten. Alle anderen Teile kann man sich überlegen. Gelernt haben Alfons Mittermeier und die Seniorinnen und Senioren vor allem eins: immer sicher ans Ziel zu kommen.